Hallöchen, Popöchen. Aloha. Hallo. Genau. Hallöchen, Popöchen. Hier sind wir wieder am Start in Dead by Daylight. Wieder die gewohnte Dreiergruppe. Die Queen ist mit am Start. Hello, hello. Der Onkel. Genau. Der Onkel ist mit am Start. Hallo. Genau. Genau so. Hallo. Oh Mann. Geilomat. Also, takes its toll. Ja. Queen und ich sind die zwei Stiefschwestern von der Oberschwester Clotilda. Yo. Deswegen haben wir das auch so drauf mit dem Atem. Ja. Und ja, wir machen mal direkt fertig hier. Das ist eine gute Idee. Wir sind der Schwester übrigens noch gar nicht in unserer Aufnahmesession begegnet, ne? Das ist wahr, ja. Aber der Franz Canius, mit dem wir ja gestreamt haben, der hatte die ja schon richtig gut drauf, ey. Krasser Schissel. Ja. Da war jeder Port von dem war on point. Das war echt scary. Ja, die musst du echt können, ey. Du musst also im Grunde genommen musst du ja deinen Feind sehen und dann musst du dich zu dem porten und dann direkt zuschlagen. Ja. Genau. Und das muss man aber halt erstmal raus haben. Richtig. Ja. Weil die guckt dann ja immer, weiß ich nicht, eine Sekunde hinterher, nachdem sie sich geportet hat, guckt die auf den Boden, dann bist du ja erstmal unfähig, irgendwas zu tun. Ja. Genau. Und ich habe die ja jetzt nur zwei oder dreimal gespielt, glaube ich. Ne, zweimal, glaube ich, nur gestern, ne? Ey. Ich bin ja gar nicht mit klargekommen. Siramata Sashit. Okay. Was für ein Shit? Warum? Warum gibt man sich so lange unaussprechbare Namen? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht kommt die aus einem Land, wo das total einfach. Oh nein. Ah, doch. Ja, das kann natürlich sein, aus Indien oder so. Da haben die ja alle so super lange Namen, ne? Ja. Und für die ist wahrscheinlich Queen Adidala der absolute Albtraum. Ja. Das kann sein. Oder die Zockerrübe. Die Zockerrübe. Ja, Zockerrübe auf jeden Fall. Ey, was ist das denn, ey? Wie spricht man das denn aus? Zockerrübe. Ja, die Amerikaner sagen immer Zockerrübe. 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 Hat auch irgendwas. Ja, ne? Zockerrübe. Was für eine Socke? Sockenrübe. Sockenrübe, genau. Oh je. Eieiei, geil. Bitte warten. Wird geladen. Genau. Bitte warten. Wird geladen. Gestörtenabteilung. Oh, schon yeah. Die neue Map. Ich sehe Kommt Rübchen. Sehr oft. Ja, ich sehe dich. Ey, Leute, oh, ich seh wenn ihr alle. Eine Kiste seht, oh, Schissel, wir sind alle an einem. Hallo? Nee, ist das jetzt wieder der Bimmelbammel-Typ von vorhin? Nee, das ist der Bimmelbammel-Typ. Ich krieg das Kotzen, Mann. Oh wow, ja, da wissen wir ja schon, dass er campt. Wenn's der denn Typ, derjenige ist. Das geht jetzt das ganze Game so weiter, Onkel. Da kannst du dich drauf vorbereiten. Ach so, ihr hattet den vor uns in der ersten Runde sozusagen. Genau. Ja, oder es gibt halt mehrere, die so geisteskrank den Geist spielen. Der ist jetzt die ganze Zeit nur so am Bimmelbammeln. Aber dass den das nicht selber nervt, hat der seinen Ton aus oder was? Also jetzt mal im Ernst, ey, das geht dir doch selber auf den Sack, oder nicht? Alter, ey. Ich würde wirklich so gerne so eine. Wenn ich instant danach sterben würde, würde ich das trotzdem machen, dass ich die Palette hochhebe und dem die in die Fresse hau. Auch wenn ich danach sterben muss. Das würde ich sofort machen, sofort. Aber was mir da gerade auffällt, das ist an sich gar nicht so blöd mit dem Gebimmel. Weil man hört den Herzschlag schlechter. Nö. Ja, aber ich glaube, wenn der in dieser Phase ist, dann ist der ja eh unsichtbar und du hörst den Herzschlag nicht. Stimmt. Da habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht. Ja. Und dann, er ist nicht unsichtbar übrigens. Ah, okay. Nur mal so nebenbei. Aber der bimmelt immer noch. Ja, rennt bimmelnd hinter mir her. Oder hat er einen Bimmel-Perk? Oh Mann, ey. Hat seine Glocken nicht fest. Oh, der Onkel läuft in meine Richtung. Oh, Entschuldigung. Nee, ich höre nur, dass der Herzschlag lauter wird. Ach so. Alter, ey, das gibt's doch nicht, oder? Jetzt rennt der hier bimmelnd hinter mir her. Das ist unglaublich. Ja, der bimmelt die ganze Zeit. Ist das die Glocken, die Klingel. Vor allen Dingen, ich glaube, für das Verwandeln gibt es, glaube ich, Punkte. Aber das macht der ja nie fertig. Also er kriegt ja nicht mal die Punkte dafür. Der will uns mürbe machen. Ja, der ist nämlich hier der Hauptpatient von der gestörten Abteilung.
Der hat eine Bimmelstörung. No, Furk! Warst du das Rübchen? Ja! Die kommen mir genau entgegen, ey. Ich renne nicht an dir vorbei und du lässt den Motor auch noch knallen. Ist er jetzt hinter dir? Ja, Mann, ich bin weil los. Ich... Oh, okay. Nee, nee, der ist... Ist meine Katze an, ne? Ich bin jetzt mal ganz dreist und geh mal gucken, was im Keller an der Kiste ist. Du bist genau auf mich zugelaufen und er kam natürlich direkt hinten dran. Ja. Und ich dreh mich um und lauf dem genau in die Arme. Achso, dann warst du das aber nie. Ich bin gerade an dem Motor vorbeigelaufen. Doch, das war ich. Achso, du hast den Motor repariert. Okay. Ja, genau. Ich laufe an dir vorbei und du lässt den Motor platt. Der ist jetzt hinter mir her. Die Welt ist gerettet, ich habe eine Taschenlampe. Yeah. Das ist das sinnloseste Item überhaupt. Oh Mann. Aber schön, dass keine. Seid ihr irgendwie unten oder was? Hier in dem bekloppten Haus? Ich bin wieder raus. Ich bin raus aus dem Haus. Aber ich habe immer noch fetten Herzschlag hier. Uah, wieso steht die denn auf? Was war denn das? Ich halte die ganze Zeit Steuerung gedrückt. Auf einmal steht die auf und rennt um den Baum rum. Das hatte ich auch ganz oft in letzter Zeit, dass wenn ich gerannt bin, nie direkt in die Hocke gehen konnte oder allgemein. Das ist ganz komisch. Abgefahren, ey. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken? Au! Fuck, ey. Fuck, 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 fuck. Oh, jetzt hat er mich. Ich hab dich noch fallen sehen. Jetzt werden wir gleich erfahren, ob er campt, scheiße. Ja. Generator knallen, das ist nicht dumm. Oh, fuck, hier ist ein... komm bitte nicht hoch. Nein, wiggel, 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 wiggel. Krieg ich nicht hin. Kacke, ich häng auf dem Berg. Mit Aussicht, okay. Mit Aussicht. Scheiße. Ich bin weit weg. Oh, Mist, Mist, Mist. Nee, er rennt weiter. Nee, er ist weg. Oh. Okay, bist du in der Nähe, Queen? Nee. Ah, ich auch nicht. Super. Ich mach mal eben den Generator hier fertig. Ah, er kommt zurück. Der ist einmal nur ums... Nee, jetzt rennt er wieder weg. Ja, also er bleibt sozusagen in der Nähe auf jeden Fall. Er patrouilliert sozusagen. Mhm. Ja, er ist ums Haus gerannt hier. Jetzt. Ich meine, gut, das ist ja an sich nie so dumm als Killer. Also er ist nicht hier bei mir. Er ist jetzt schon wieder hinter jemand anderem her. Also ich meine, ich beschwere mich immer und wenn man dann mal jemanden in der Nähe gesehen hat, bleibt man auch da. Da bin ich ja ganz ehrlich, mache ich ja auch. Also warte, Rübchen, ich bin gleich da. Bin Scheiße, gleich der da. Andere liegt, der andere liegt. Oh, der andere liegt, genau. Oh, danke schön. Warte, ich mach dich gleich. Ich kann mich selber heilen, Onkel. Okay, dann mach ich den Haken selber kaputt, wenn ich immer hier bin. So, mal gucken, ob ich hier wieder eine Taschenlampe aus der Kiste ziehe. Es bleibt spannend, Leute. Aber die Taschenlampe hab ich ja schon. Fickt euch, ey! Schon wieder eine Taschenlampe! Sirama hängt. Ich geh mal gleich rüber. Im Keller. Im Keller? Oh, wo Gott. Ist denn der Keller? Das ist so ein kleines Häuschen am Rand von der Karte. Ah, ich seh's. Oh nein, sie versucht sich zu befreien. Nein, ja. Was? Jetzt ist die nur noch halb voll. Ja. Ah, fuck. Oh, aber, die hat sich befreit. Oh, super, geil. Dann brauch ich ja nicht hinrennen. Was? Wie hat die das denn gemacht? Das war Glück. Ja, manche schaffen das irgendwie. Ich hab das noch nie geschafft, noch nie. Wirklich noch nie. Ich glaube einmal in den 160 Stunden, die ich das Spiel gespielt habe. Da ist der Sack schon wieder, ey. Lauf, lauf, lauf! Ich hab schon wieder eine Taschenlampe da rausgezogen, ich kann es nicht fassen. Welche Taschenlampe gibt's in dem Spiel? Ich habe jetzt schon 5 auf Halde. Nichts anderes, aber jetzt habe ich schon 5 Taschenlampen. Was soll denn der Scheiß, Mann? Ein Generator noch, meine Lieben. Ah, sehr gut. Aber wo ist der bloß? Wahrscheinlich drin jetzt, ne? Ah, oh, jetzt hat er mich schon wieder. Scheiße. Musstest du gerade schon kämpfen, Rübchen? Ja. Oh, nein. Rübchen ist jetzt tot, wenn er sie aufhängt. Oh, ja, ich versuche mich mal gerade zu wickeln hier. Aber der Haken ist weg, ne? Auf dem. Du kannst Glück haben. Nee, hab ich nie geschafft. Ach, scheiße, okay. Nee, hier ist direkt einer. Noch hinweg. Jo, ich bin tot. Scheiße. Oh Gott, der ist direkt neben mir. Soll mal einen kurzen Sprint hinlegen? Na, ich höre jemanden. Komm zu mir. Onkel, ey. Nein, Rettungsversuch ist fehlgeschlagen. Also im Nachhinein fehlgeschlagen. Ja.
Ich hab doch hier gerade die Verletzte gehört. Komm doch zu mir. Onkel, die ist hier irgendwo. Ich bin nicht verletzt. Warte mal, Onkel. Ach, und Queen, ihr seid zusammen, okay. Hm, wo ist denn die andere? Kannst du da? Mal, da bei dir. Ach, genau. Hast du? Hast du gefunden? Ja. Ja. Okay, dann mache ich den Haken hier kaputt. Onkel, deine Katze zuckt. Hm. Ich glaube, wir müssen in das Asylum rein. Ich glaube, hier draußen sind keine mehr. Ne, im Asylum sind noch zwei oder drei, die nicht an sind. Klonk. Klonk. Ja, das weiß der Killer aber auch, ne? Der wird jetzt wahrscheinlich im Asylum da irgendwie... Kann man hier eigentlich durch das Fenster auch von außen rein? Nein, oder nur nein, von außen? Nein. Ah, okay. Du meinst das hohe, ne? Das geht nicht. Ja, was hier an diesem Dingens ist, ne? Nee, kannst du nur von drinnen nach draußen sozusagen. Der steht da im Eingang. Kleine mehr. Ich hab die Silhouette zu spät gesehen. Fuck. Furk, ey. Ja, dann geht ihr aber jetzt mal rein, ne? Genau, der letzte Generator, Queenie, den kannst du... Warte mal. Da hinten war noch einer. Verdammt, der hat mich schneller gekriegt als gehofft. So geil wie Queenies Zöpfe im Wind. Ja, ich weiß. Wo ist denn der Generator? Nee, oben, hier. Ja, ist einer, aber oben ist ein Angefangener. Ja, stimmt. Oben die Treppen hoch. Wo sind denn hier? Hier, links die Treppen hoch. Den hatte ich angefangen. Und jetzt ist da... Hier... Da, genau. Warte, ich gehe hier hin. Ja, die Zöpfe sind geil im Irrenhaus, ne? Auf jeden Fall. Ja, wie die da wackeln, ey. Okay, ich glaube, der andere kommt mich retten. Er wartet, glaube ich, nur, bis der Killer weg ist. Meine Katze ist an, meine Katze ist an. Der Killer weiß, dass ich hier bin. Einer hängt draußen. Ja, ich hänge im Keller. Fuck! Fuck, 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 fuck. Ja. Die Zöpfe, wie geil, ey. Oh. Aua, aua, aua. Genau, der ist gerade. Scheiße. Oh, verdammt. Hoch. Ja, mach doch nicht den Motor, komm doch runter, mich retten. Nein! Was war das denn jetzt für ein Glitch? Wie, Assi, war das denn? Hast du das gesehen, Rübchen? Ja, du bist da voll vorhängen geblieben. Was war das denn für eine Scheiße, Mann? Ja, kein Wunder, dass der andere gedacht hat, wir retten ihn nicht, weil er hält es auch nie für nötig. Scheiße. Der hat gerade neben dem Haus, wo ich hänge, im Keller... Jetzt rechts rum durch die Palette. Da. Nee, der läuft links rum. Ja. Ja. Ich hab's gehört. Kackschiss, Mann, ey. Ja, super. Na, Onkel ist tot. Hm. Ey, das war jetzt aber auch, weißt du, der Mitspieler. Der macht direkt neben dem Haus, wo der Keller ist, den Motor fertig. Ja, und die und andere rennt dann ist, weg. Ja, und die ist jetzt, die Sirama oder wie sie auch immer heißt, oder er oder was. Ja. Jetzt kommt sie wieder rausgelaufen. Hat das Tor geöffnet, kommt wieder rausgelaufen. Ja, er bringt mich aber auch in den Keller. Und ich schaff's nicht, mich frei zu wiggeln. Die kommt zu dir. Oder versucht es zumindest, oder? Nö. Jetzt rennst du wieder zurück. Ja, super. Blöde Sau. Ja, ist raus. Es klappt nie. Es klappt einfach. Versuch dich zu befreien. Ja, ist zu spät. Ging nicht mehr. Achso. Habe ich versucht, aber geht nicht. Oh, Mann, ey. Es gibt ja auch so einen Perk, wo du deine Chancen erhöhst, dich zu befreien. Hm, aus einer Bärenfalle und aus vom Haken. Gibt ja auch so eine Opfergabe, ich glaube, die nennt sich Glück oder sowas. Da wird, das, wird die Chance, glaube ich, auch leicht erhöht. Ah, okay. Na, sauber. Badum.
Jo, war dumpf. Machen wir noch einen schnellen. Ja, okay. In der neuen Folge oder noch in der? Ja, machen wir noch in der. Okay. Ich guck mal gerade, ich habe jetzt 12.000 Punkte. Ich sammle aber erst nochmal. Was habe ich denn? Ah, nee, ich habe die fucking Taschenlampe. Warte mal, jetzt mal gucken, ob ich noch was Gutes hier mitnehmen kann. Naja, ich habe 5 Taschenlampen. Ich will es nur sagen. Ich habe noch 2 Werkzeugkoffer, aber die will ich nicht mitnehmen. Nee, 4. Ach stimmt, ich bin ja gestorben, also ich habe doch nur 4. Nee, ich habe nur 4 Taschenlampen. Ja, es tut mir leid. Oh, du hast die Taschenlampe verloren. Oh Gott. Oh nein, was mache ich jetzt? Nee, ich kann nichts mehr machen. Also ich gehe jetzt ohne Ding rein. Ja. Ich auch. Dann haben wir gleich 3 Taschenlampen, die wir finden werden. Aber ich finde ja meistens gar keine Kiste, also davon mal ab. Okay, dann lade ich euch mal wieder mit ein. Mal gucken, wenn ihr eine Kiste findet, sagt mir mal Bescheid. Ich habe nämlich gar kein Item mehr. Oh ja, ich habe auch keins dabei. Scheiße, ey. Ja gut, das heißt jetzt erstmal Kisten suchen. Okay. Aber gar kein Item oder eine Taschenlampe, das macht ja jetzt auch keinen Unterschied. Ja, das genau. Richtig, mit der Taschenlampe könnte ich ihn zu Tode blenden. Spielbeginn in? Jetzt. Zu dritt? Wir sind noch in der ersten Lobby. Wir haben kein Spiel gefunden. Ach so. Das Spielbeginn ist dort irgendwie der falsche Text. Das müsste so Lobbysuche oder irgend sowas müsste genau da stehen. Nochmal. Ja. Die berühmte letzte, ne? Mhm. Das ist so geil. Ist immer das so. Ist so geil, echt. Such nach Spielen. Ja, komm. Komm, 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 komm. Oh, er sucht sich einen Wolf. Ja. Wölfe mag ich. Wölfe sind cool. Das stimmt. Wölfe sind cool. Ja. Oh, Esel auch. Bei mir um die Ecke hatte mal einer Huskies. Oh. Oder Shiba Inus sind auch voll cool. Oder Alaskan Malamutes sind voll gut. Die hören sich nämlich an wie Chewbacca. Und, ja, ehrlich, ich glaube, dass George Lucas, ich meine die Geschichte gehört zu haben, dass George Lucas einen Alaskan Malamute hatte und dadurch inspiriert wurde, wie die Wookies sich anhören sollen. Echt jetzt? Kein Schissel. Hm? Naja, ich meine, klar, irgendwie musst du auf die Idee ja kommen, ne? Ja, habe ich irgendwo gelesen. Bitte macht die Lobby nicht zu. Bitte macht die Lobby nicht zu. Tu mal so, oh, ich lese erstmal. Was sind das denn für Leute hier bei mir? Ja. Niki Kaya. Okay. Oh. Fick die Henne. Ausrufezeichen FDH. Ach, das ist ja doch zum Kötzeln, oder? Ja. Es ist so wunderschön, wenn die Lobby immer zugehen. Wenn die Lobby immer zugehen. Eieiei. Wenn die Lobby immer zugehen. Wenn die Lobby immer zugehen, ist voll toll. Ich finde, dafür sollte es eine Strafe geben. Ja. Aber dann würden wir auch manchmal bestraft. Wenn wir Community Game machen wollen. Ja, ja, ja. Stimmt schon. Ich meine, ich bin ja cool, wenn die Leute Punkte machen wollen und fair spielen. Aber das ist ja, wie gesagt, sehr selten eher. Mhm. So, es sucht, es sucht. Ich will nicht, dass er sucht. Doch, ich will, dass er sucht. Ich will, dass er sucht. Ich will, dass er findet. Ja, ja, genau. Hä? Wieso sind jetzt nur 2? Ah, ja, das ist wieder Anzeigefehler wahrscheinlich. Ist doch zum Kötzeln, ey. Ist doch zum Kötzeln. So, oh, jetzt aber, komm. Ich möchte jetzt noch ein Game machen und dann gleich irgendwann mal ins Bett gehen. 22.30 Uhr ist doch eine gute Zeit. Ja. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich, so fröhlich. Ja. Fick dich! Oh, Mann. Wir müssen ganz viel rausbieten aus unseren. Das Rübchen hat heute wieder einen Seifenmund. Mir schmiert keiner Seife in den Mund, ey.
Ein Video dazu. Piep, piep. Genau. Piep, 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 vom Bika, ja genau. Ja, genau. Oh mein Gott, wenn ich dran denke, mache ich das. Aber das wird viel Arbeit. Genau, Mann. Fuck, 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 fuck. Killer Meme Star. Och, so, ein so wehe, komm, Spiel Killer, bestimmt. Jetzt mach ready hier. Oh yeah. Yeah. Alter. Ich finde die Perks von Nania echt, also wenn die so funktionieren, dieses gecrouched doppelt so schnell sein wie die anderen, das ist so genial, wenn du dann vor dem Killer da weg huschen willst. Ja, aber die muss ich echt auch noch hoch machen, ey. Ich würde nur noch crouchen. Ja, ja. Steuerungstaste festklemmen. Und genau, erstmal locken. Steuerungstaste locken. Genau. Dann weiß ich, irgendwie so ein Gewicht drauflegen. Also. Thomas. Ey, Thomas, Mann. Verfallener Kuhstall. Sind die Namen neu? Nee. Das habe ich früher, ist mir das noch nie aufgefallen. Oh. Ach, guck mal einer an. Die Schwester begegnet uns in unserem Stream heute als erstes. Aber was schön ist, Dream, ja. Ich brauche nicht mehr auf Fallen achten. Ja, stimmt. Immer volles Glas halb. Alter. Ich hab geknallt. Oh fuck, meine Katze ist an. Ja, meine blinkt noch. Ich werde erst nervös, wenn sie dauerhaft leuchtet. Wobei. Bei der Schwester sollte man sich da nicht zu sehr drauf verlassen. Die kann so schnell bei dir sein. Wie gesagt, wenn die jemand beherrscht, jetzt ist meine Katze auch an. Oh, okay. Scheiße. Oh, fuck. Was? Die hat mich getroffen. Das halte ich aber für ein Gerücht. Die war schräg von mir. Nein, die ist ehrlich parallel an mir vorbei. Ja, das die kann aber glaube ich, einmal so rundrum hauen, die Alte. Nee, die war aber im Fullspeed-Port an mir vorbei. Die ist immer noch hinter mir her, Leute. Ich glaube, das ist jemand, der die Schwester beherrscht. Wenn mich jemand hört, bitte heilt mich. Nö. Ich bin gerade an einem Generator. Wo bist du? Ich laufe hier gerade an der Scheune. Warst du an dem Häuschen da? Ich bin an der Scheune, ja. Also warte, da bin ich auch gerade. Da ist aber auch die Schwester irgendwo. Ja, die läuft da immer noch rum. Ich bin jetzt in der Scheune. Ich auch. Dann lass uns mal an dem. Hier, ach, da bist hier. Du, da bist du, da bist du. Ja, mach doch. Ja, das macht bei mir hört er auch manchmal auf. Oh, Entschuldigung. Das Geile finde ich auch, dass man dann Aua sagt. Aua, ja, genau. Das ist Identifikation mit dem Charakter, Leute. Ja. Danke, das danke, ist danke. Rollenspiel. Ihr seid heile wieder, ne? Ja. Ja. Super cool. Eine Kiste wäre schön. Ja, eine Kiste wäre wirklich gut. Ich bin gerade im Maisfeld. Ich guck mal gerade, ob hier eine Kiste ist, weil ich da ist auch immer eine, Item. Aber wo? Ich sehe jetzt gerade keine. Egal, ich mach mal den nächsten Generator. Och bitte, wie hat die mich denn jetzt schon wieder gesehen? Ey, das ist doch nicht normal. Gibt's auf der Map auch den Schweinebaum? Ja, den habe ich gerade hier gehabt. Da ist, glaube ich, auch immer eine Kiste. Also zumindest auf der anderen Map ist da immer eine Kiste. Holy Mama. Holy Mama. Nein, 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 Schwester Clotilda. Das können Sie jetzt nicht mit mir machen. No, scheiße, wiggeln. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, dann wiggeln wir mal. Wiggle dein Haar für mich. Ich bin noch relativ in der Nähe, Röschen. Oh nein, Killer-Dingens hatte einen Disconnect.
Ah, ja, toll. Sind wir nur zu dritt. Ja, wundervoll. Ja, ich häng schon. Scheiße. Gehen wir mal positiv davon sag aus. Mal, dass... Sag mal, ob die campt. Nee, die ist weg. Okay. Ich mach mich mal hin? Auf den Weg. Ich sehe die nicht. Also meine Katze ist aus. Gut. Nee, doch, die ist hier. Ah. Die ist im Umkreis. Jetzt geht sie weg. Jetzt geht sie weg. Jetzt geht sie weg. Ja, jetzt geht sie weg. Ja, sie ist in einem Häuschen hier links von, gegenüber von mir, wo ich hänge. Okay. Kommt die wieder? Oh, jetzt aber ganz flott. Ganz flott. Ah, okay. Ihr habt schon. Dankeschön. Die Kiste am Schweinebaum war nicht hilfreich. Ne? Ne, da war eine Taschenlampe drin. Fuck. Wer hätte es gedacht? Fuck! Sie hat mich. Sie hat mich. Okay, ich sehe dich. Oh, hier ist direkt ein Haken, Mann! Ah, es ist so klar. Aua! Oh, ich zappel ganz schön hin und her. Ich bin bei dir. Wo bist du? Du musst da ums Eck sein. Ach, da drüben. Bist du schon da drüben? Ah, weg! Weg. Weg. Da hinten ist sie. Ich sehe sie. Ah, die ist auf dem Ding drauf. Scheiße, die hat mich... Wie hat die mich... Schon aber wieder? Das finde ich ein bisschen komisch. Ja, die ist auf dem Ding drauf und hat mich sofort. Das finde ich ein bisschen strange, muss ich sagen. Die war noch oben auf dem Stein. Die die ist sofort. Ich habe gesehen, wie die da hochgerutscht ist. Weil ich hänge hier gerade hinter so einem Dings. Ja, ich höre dich. Hier ist schon wieder ein Haken. Würde dir ja mal helfen. Ich muss jetzt kämpfen. Okay. Komm. Oh, verdammt. Verdammt. Ich wollte gerade zu dir kommen, aber das wird wohl nichts mehr werden. Scheiße. Vorsicht, nicht da rein. Oh. Verdammt. Geh weg. Lauf doch. Fuck. Es war schon zu spät, Rübsch. Ich war gerade, hab gerade gedrückt, da kamst du mir entgegen. Oh nein, ey, die Danke. Das geht wirklich nicht, die ist an mir vorbeigeflogen. Ja, die irgendwas stimmt mit dieser Killerin nicht. Ernsthaft jetzt mal. Also ich meine, ich kann ja zugeben, wenn ich echt noobig spiele und sterbe deswegen. Ja. Nee, das war echt ein bisschen schräg. Also ja. Die kam mir schräg entgegengeflogen. Ist an mir vorbei und hat mich getroffen. Ja, genau, das war bei mir beim ersten Mal auch so. Also da ist was nicht koscher, ey. Ja, ich bin jetzt tot, Leute, ne? Also wenn ich jetzt hänge... Ach, du bist schon wieder weg? Ja, klar. Alter. Oh, verdammt. Ich bin weg. Jetzt wird sie mich gleich aufheben, bestimmt. Ich robb mal von dir weg, Rübe. Ist sie weg oder ist sie da noch? Meine Katze... Ja, ich bin tot, ich sehe es jetzt nicht. Ich hab... Ist immer so an und aus. Ich glaube, sie sucht mich. Nein, sie ist hinter dir her. Falls du es noch nicht gemerkt hast. Ja, schlag mal eben ein paar Haken. Ja. Ich recover mich mal, falls du sie los wirst, geht es dann ganz schnell. Ja, sie ist direkt neben dir, glaube ich. Ne, meine Katze geht noch nicht an. Okay, jetzt kommt sie wieder zu mir. Entweder hat sie mich nie gehört oder sie lässt mich mit Absicht ausbluten. Okay, sie ist weg. Hm. Ich komme nochmal eben rüber. Ich komme dir mal risikoreich entgegengerobbt. Ich höre sie noch aber, nicht, Wenn Onkel sich recovered hat, müsste es ja jetzt super schnell gehen. Ja, ich bin voll recovered. So, weg, Grübchen. Weg. Erstmal weg. Oh, wir müssen noch drei Motoren machen. Hat schon jemand die Klappe gesehen, falls jemand von uns stirbt? Nee. Wenn ich,
Wenn ich euch verfolge, versuche ich mal drauf zu achten, aber... Mhm. Ja, genau. Ja, genau so. Komm. Na, falsche Ecke. Ach, hier war schon jemand, okay. Onkel, bist du noch okay? Ja, ich blute vor mich hin, aber das ist okay. Wo bist okay. du? Wo bist du? Wo ich bist war gerade ganz kurz im Keller, um zu gucken, ob dort noch was in der Kiste ist, aber die hat schon jemand... Bist zum Lachen eben in den Keller gegangen, oder was? Ja, hat schon jemand leer gemacht. So, ich gucke jetzt mal, dass ich hier einen Motor finde. Ja, ich auch. Drei Stück noch? Ja, Alter. drei Stück ist echt. Aber es laufen schon viele halb. Oh. Hier hinten ist noch eine? Ja, es laufen schon viele halb. Oh, oh. Oh, Rübchen, pass auf. Nee. Oh, scheiße, wo ist sie? Ich finde nur Haken, aber die will ich jetzt nie erst kaputt machen. Ich will lieber Motoren finden. Da hinten? Die hatte ich... Nee, hatte ich noch nicht gesehen. Oh, ich höre sie, ich höre sie. Ich glaube, die hat auch einen erweiterten Terrorradius. Ja. Weil du hörst... Ah, nee, meine Weißt du, jetzt wo ich einen Motor gefunden habe, geht die Katze an. Oh, jetzt läufst du aber auf Rübchen zu. Ja, ich habe es gerade gehört, okay. Ich renn weg. Ja, sie ist hinter dir her, Onkel. Da ist neben dem Haus ist auch gleich noch ein Motor. Oh, hier ist noch einer. Jetzt finde ich sie. Ja, ich habe auch welche gefunden. Zwei Stück. Fuck. Ja, sie ist noch hinter Onkel her, Rüchen. Achso, du hättest ja weitermachen können. Und der ist auch fast fertig. Jetzt sind die ganzen Motoren da, scheiße. Natürlich schlau, mich hier bei den Vögeln zu verstecken. Oh, wie spannend. Ich glaube, ich bin sie losgeworden. Also auf jeden Fall ein guter Killer, aber irgendwas stimmt da aber auch nicht. Weil sie ist auch verdammt, an mir vorbei verdammt, teleportiert verdammt. Und hat mich trotzdem getroffen. Das war irgendwie nicht cool. Scheiße. Ah, Onkel lief. Ja, mach erstmal weiter, Generatoren. Wie oft hinkst du denn schon? Ich glaube noch gar nicht. Stimmt, die hat dich direkt liegen lassen, ne? Ja. So, jetzt hänge ich. Aufregend. Aber zumindest campt sie nicht. Das ist schon mal gut. Mhm. Oder soll ich es mal probieren? Nee. Warte, ich komm. Ja, Rübchen muss halt schleichen, sonst klaust du Rübchen zu viel Zeit. Naja, ist schon eben. Sie kommt auch gerade wieder zu mir. Okay. Ja, jetzt kann natürlich sein, dass die campt. Ja, oder patrouilliert. Das ist natürlich. Patrouillieren ist echt noch um einiges angenehmer als. Ja, also, na klar. Die hat natürlich mitgekriegt, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir uns nicht hängen lassen. Ja. Ich meine, patrouillieren finde ich auch okay, weil das ist ja in Ordnung, weil man geht ja davon aus, dass jemand retten kommt, ne? Aber... Es kommt dann auf die Größe der Patrouille an, genau. Ne? So, jetzt ist sie gerade mal wieder an mir vorbeigelaufen. Ja, ich bin gerade hier, ich mache gerade noch einen Generator fertig. Ich bin ja, schon aber am Datteln. Hat nicht mehr viel. Also ich glaube, wenn, dann jetzt. Also sie bleibt auch sehr nah. Nee, jetzt. Ich wollte gerade sagen, jetzt brauchst du nicht mehr kommen. Nein, ich bin tot. Fuck. Oh ja, super. Oh, scheiße. Aber Wiggle, vielleicht, das waren zwei Haken hier im Umkreis, die kaputt waren. Die Klappe ist genau da aufgegangen, wo du gerade warst, Rübchen. Okay. Genau hinter dir ist die Klappe aufgegangen. Ficky Facky. Die will dich in den Keller bringen, das schafft die nicht. Du bist raus dann. Los, ja. Wieder hoch. Geil. Und rechts raus. Da los. Irgendwo ist die Klappe, da ist die aufgegangen. Ich habe nur gehört, wie sie aufgegangen ist. Da ist sie. Oh mein Gott. Super. Yes. geil, ey. Holy shit. Oh, Leute. Sorry, Onkel, ich hätte nicht an dem Ding rummachen dürfen. Dann hätte ich dich vielleicht auch noch gekriegt. Ja, sie aber war so nah bei mir immer. Das wäre knapp gewesen, mich zu retten. Geil, ey. Ich hab die Klappe so aufhören gehen. So. Ja, super cool.
Ah, geil. Leute, war wir für heute hier ein Päuschen, ne? Jawohl. 34 Minuten haben wir schon wieder. Aber es war sehr, 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 sehr cool und spaßig. Und ja, wir haben jetzt eine kleine Aufnahmesession mit euch gemacht. Und ihr werdet das hier auf YouTube sehen oder werdet es gesehen haben. Genau. Und ich bedanke mich und verabschiede mich von dem Onkel und von der Queen, die mit dabei waren. Jawohl. Es war eine sehr coole Runde, meine Lieben. Ja, das fand ich auch. Es war sehr stressig. Ja, sehr stressig. Aber sehr geil. Ja, auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Mitmachen. Oder fürs Mitmachen dürfen. Ja, klar. hat super viel Spaß gemacht mit euch. Und bis zum nächsten Mal. Juhu. Aloha, meine Lieben. Tschüss. Tschüss.